die zu Tal fließenden Schmelzwasser des Morteratsch-Gletschers vor dem Hotel und Bahnhof Morteratsch. Nach den ersten Häusern von Pontresina werden wir den Bahnhof und Knotenpunkt in Kürze erreichen. Hier in Pontresina treffen sich die Strecken aus Graubünden, dem Engadin, St. Moritz und Tirano. Die eigentliche Berniner Bahn führt weiter zum Bahnhof von St. Moritz, wo auch unsere Reise über die Alpen zu Ende ist. Alle Züge in Richtung Chur, dem Stammnetz der Rhedischen Bahn, erhalten in Pontresina 11.000 Volt Wechselstromlokomotiven. Die 1.000 Volt Gleichstromtriebwagen haben bis zum Bahnhof von St. Moritz freie Fahrt.
Die Triebwagen Nummer 31 und 32, hergestellt im Jahr 1908, verkehren mit Ausflugszügen nach Alpgrüm. Im Güterverkehr nach Tirano wird mit den fahrplanmäßigen Personenzügen schnell und preiswert Langholz transportiert. Pontresina ist ein Luft- und Klimakurort in 1800 Metern Höhe mit den berühmten Skigebieten von Diavolezza und Lagalp. Nach der Bahnhofsausfahrt in Pontresina zweigt die Stammstrecke der Rätischen Bahn in Richtung Chur von der Bernina Bahn ab. In wenigen Minuten werden wir den Bahnhof von St. Moritz erreichen, die Endstation der Bernina Bahn, aber auch Endstation des weltberühmten Glacier-Express. Die romanische Kirche San Gian bei Celerina. Der Spitzhelm des großen Turmes brannte nach einem Blitzschlag im Jahr 1682 aus und wurde nicht wieder erneuert.
Die abfließenden Wasser des St. Moritzsees ist der Geburtsort des jungen Inn. Der Inn fließt nach einer Länge von 510 Kilometern in die Donau. Der nächste Zug nach Tirano fährt um 14 Uhr ab. Steigen Sie ein und erleben Sie selbst die wunderbare Reise über die Alpen nach Italien.